So. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Ich darf jetzt zu Corneo. Hast du wieder eine, zufällig eine neue Waffe, die ich übersehen habe oder so? Nein, hast du nicht. Aber du hast die Armreifen, die coolen. Wo ich mir überlegen könnte. Einmal zwei von mitzunehmen. Mein Plattenschutzreif habe ich schon, ne? Ja. Da ist der mit der Verbundenen halt irgendwie geil, auch wenn die bei Cloud gerade nicht verbunden sind. Ich könnte dir eine echt gute Materie nennen. Angeblich ist Corneo. Könntest du das? Du hast das Spiel auch schon durchgespielt. Deswegen kann man das. So. Wenn du blocken meinst, die hat Barrett drin. So halten. Meint es wahrscheinlich blocken, ne? Hab Barrett drin. Niemand hier. Kann ich auch gerne mal gucken. Aber die müsste Barrett drin haben. Hat er doch nicht. Hä? Ich hatte die auch drin. Hatte er drin, aber ich habe die für die Arena raus. So, jetzt ist sie wieder drin. Das B hat mich verwirrt. Ich dachte, er hätte sie ausgerüstet, aber hat er nicht. Ja. Wie viele Waffen hast du schon? 5. Der sechste Stab von Eris kommt ja später, also werden die anderen auch später kommen, gehe ich mal von aus, oder? Der Knast, ne? Lass mal da rein. Oder das ist der Bumsraum von den Mitarbeitern. Und jetzt war der Bumsraum von den Mitarbeitern. Ja. Ah, ne, geht runter in den Knast. Okay. War aber auch der Bumsraum von den Mitarbeitern. Gerade gefunden, einen wundersamen Kristall. Ja, und was machen? Was? Moment. Reduziert die Effektdauer von Zustandsveränderungen. Okay. Dass das in dem Gegenstandsmenü nicht steht. Ich brauche Hilfe. Ja. Ich glaube, der braucht Hilfe. Mal
ganz rechts rein. Oder war das der Bumsraum? Das könnte der Bumsraum gewesen sein. Zumindest Matratzen. Hey, Leslie. Ihr seid es? Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenne einen. Du bist aber nicht Corneo. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Lassen wir ihn reden. Das für ein Loch. Das Loch sind wir schon mal gefallen. Hab da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie ihr auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Da muss ich hin. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken. Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Okay. Helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Easy. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Alles für den Erfolg. Komm ja schon. Ach du! Hier! Ich brauche Hilfe! Oh. Hey! Ihr Dreck! Oh, Entschuldigung. Bitte. Ihr müsst mir helfen. Ich flehe euch an. Dank! Auf einmal sind die Typen von Shinra hier aufgekreuzt. Haben was von Verrat gefaselt und dass ich nutzlos wäre. Und mich dann einfach eingesperrt. Na dann, auf Nimmerwiedersehen! Das ist ein Danke. Merke ich mir. Ach, du hast die Materie liegen lassen. Okay, das kann man. Noch ein Chakra? Wie viel Chakra soll ich denn haben?
Ich hab den jetzt echt nur befreit für eine Chakra-Materie. Ich fühle mich ein bisschen betrogen. Ernsthaft. So. Dann gehen wir mal nach unten, wa? Bin bereit. Seid ihr soweit? Gut. Dann runter. Was ist das für ein Loch? Eine Falltür für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Naja, wir. Naja, zumindest war das bislang so. Wir sind doch lebend wieder rausgekommen. Weiß der das nicht? Deswegen ja bislang. Aber er sagt das so, als ob er jetzt der wäre, der lebend wieder rauskommt. Du sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht? Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Dann durchlöcher ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine Munition besser gut ein. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch... mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Solange der Boss nicht wiederkommt, wäre alles cool. Wir gehen zum großen Kanal an der Grenze zu Sektor 7. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand. Deswegen stellst du dich jetzt cool und lässt dich an die Wand. Wait. Oh, die Kanalisation ist jetzt anders, weil alles eingestürzt ist. Oh, belastend. Da ist eine Kiste, ja, ja, ja. Geht das jetzt hier noch? Nee, ist kaputt. Okay. What? Muss da unten durch. Okay. Hätte ich mir die Kistenmaffe jetzt aufgehoben, wa? Was? Ach so, ihr. Ja. Sahagin? Ungewöhnlich. Oh fuck. Ich erinnere mich da an die Situation mit den Sahagin am Ausgang. Nicht, dass sie da immer noch warten. Aber wir belasten. Eieiei. Ich muss in den Automaten gucken. Nicht, dass da irgendwas drin ist, was wir noch nicht haben. Okay.
Nicht, dass irgendeiner auf einmal eine Waffe da reingelegt hat zum Kaufen. Stecken bitte. Oh. Wieso sind die so? Das war absolut. Wieso müssen die mit Krötenflüchen kommen? Wieso seid ihr so? Oh ja, gibt's jetzt hier in jedem Scheißding einfach Gegner? Na klar, was denkst du? War vorher nicht so schlimm. Jetzt denkt sie das Spiel. Jetzt müssen wir aber. Oh shit. So wird das nichts. Das war's. Keine Chance. Verschwendet. Das sollte reichen. Das hat sich gezogen. Das hat sich gezogen. Genauso wie meine HP sich gerade ziehen. Das Negative. Vielleicht sollte ich Autovita wieder reinpacken. Arif hatte nämlich Autovita und das war super. Tschüss auf. Lol. Feuer nicht auf. Keine Leiter am Rand, okay. Da ist auch nix, ne? Sieht nicht so aus. Leslie ist uns auf den Fersen oder ein bisschen mit Abstand hinter uns. Der Abstand ist ein bisschen. Das ist anscheinend mehr als gedacht. Weiter geht's. Weiter geht's. Kisten. Mokri-Medaille, danke. Achso, ich muss nur gucken, was der Mokri-Talisman macht. Den habe ich ja vorhin bekommen. Wahrscheinlich nichts Tolles. Erhöht die Fundrate nach Siegen über Gegner. Eigentlich auch geil. Kann man benutzen. Muss man aber nicht. Aber könnte man. Ah, ja. Ich bin bereit, es ist auf. Genug. Tschüss. So. Können Gegner Materia droppen? Du kannst sie wahrscheinlich stehlen von einigen, aber droppen werden sie die nicht, glaube ich. Geskriptet, ja. So von sich aus, so normale Gegner, nein. Eine Markierung von Avalanche. Hier muss Jesse mit Bits den Generalschlüssel versteckt haben. Und wir konnten den beiden gar nicht für die Hilfe danken. Tifa. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern. Aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch.
Ich glaube, früher konnte man die auch stehlen. Willkommen im Untergrund. Aber auch nicht oft. War eher eine Seltenheit. Also, man hat die meistens einfach in der, wie hier, auch in der Overworld rumliegen gehabt. Hier war aber vorher noch nicht auf. Ihr geht vor und sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anjan mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Zu fügen gegenüber Anjan? Aha, es läuft. Just do it. Stromschlag. Schön gewonnen. Ich vertreibe viel zu oft mit Blitz. Warte. Ja, dann geh doch vor. Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Ach so. Jetzt, wo die meiste Arbeit getan ist. Alles klar. Ich habe mich geheilt. 3 Ether habe ich verballert. Jetzt einfach viele. So. Ich speichere mal. Hier? Ja. Jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Er ist drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Tut mir leid. Aber ich brauche euch noch ein bisschen. Was ist das denn? Verdammt! Halt! Hinterher! Aber... Er hat den Schlüssel! Ohne ihn sitzen wir fest! Los! Natürlich! Es ist da vorne abgebogen! Oh, Kiste. Beeilung! Oh, Kiste. Oh, das hat ihn nicht aufgehalten. Das war's. Keine Chance. Spoiler. Sagen, ins Mutter ist in der Kanalisation. Wo hat sich das Viech noch verkrochen? Hab ich Sahagin gesagt? Oder Johnny? Ich hab gerade Sahagin gesagt, oder? Ich bin mega verwirrt. Von innen verschlossen. Oh. Hier.
Hier haben sich diese Biester ihr Nest gebaut. Sie könnten jederzeit irgendwo rausspringen. Seid vorsichtig. Erstmal Kisten öffnen. Akku-Junges. Wie schmeckt dir das? Auf Nimmerwiedersehen! Nichts überstürzt. Roger, ich übernehme. Erstmal scannen. Nicht zu aufbrauchen. Ein Junges von Akku, Don Corneos geliebten Haustier. Gemeinsam mit seinen Geschwistern greift es alle Lebewesen an, die in der Kanalisation leben. Sämtliche Angriffe füllen seine Schockleiste nur langsam. Großmahlzeit. Feuer! Sind ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. Wieso hat dieses Ungetüm von Don Corneos Haustier eigentlich auch noch Kinder? Ja, nicht die Materie. Ich kacke ab. Das war das andere Vieh, was mich gerammt hat. Ich dachte schon, hä, was rammt mich denn da? Ich habe das so gerade explodieren lassen. Ja, meine FP ging gerade gut hoch hier. Ich einfach mal sagen. Jede Materie levelt gerade. So. Ich dachte schon, was kommt da für ein Gegner angerannt? Es war Leslie. So. Ich kletterst du da hoch. Jetzt wird ausgeteilt. Mit größtem Vergnügen, der Herr. Verbrennen. Ja. Gegner sind so dumm, ne? Ach. So dumm programmiert vor allem. Er macht einen Sprung, du rollst 50 Meter weg. Er kommt trotzdem über dir an. Ich bin ein Frosch. Das ist nicht gut. Ja, komm. So. Jetzt geht's erst richtig los. Ich durchschlecker dich wie ein Zehntübel. Och, wow. Schön alle Kugeln schaffen. Vergiss es. Genau wie geplant. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Kisten, nein. Okay. Ding. Lass mich nicht treffen! Ebenso. Hochspannung! Ich bin bereit. Das sollte reichen. Das war's! Verrecke! Verzieh dich! Verrecke, verzieh dich! Cloud hat echt super Vokabular drauf. Verschwende.
Verrecke, verzieh dich. Deine Mutter, nee, meine Mutter. Oh shit, das Feuer hat schon gereicht. Okay, cool. Kiste. Boah, noch mehr Megatränke. Ich habe gerade welche gekauft sogar, weil die im Angebot waren. War doch so obvious. Lass dich nicht treffen. Ebenso. Muss wach bleiben. Muss wach bleiben, ja, das war wohl nichts. Ach fuck, die ist im Schutzmodus, deswegen geht da auch nichts. Was ist, wenn das passiert? Ein Blitz auf die Kaiserkrabbe. Viel Erfolg! Zieh dich zurück! Auf so, Feuer oder irgendwas auf den Sahagin. Keine Chance! Ja, block den Scheiß. Danke. Oh mein Gott. Du musst durchhalten, hat er nicht gemacht. Übernimm mal. Überlass das mir. Das hat er nicht gemacht. Alles okay. Ja. Ja. Hochmut kommt vor dem Fall. Mhm. Danke auch. Heimlich. Das heißt, gleich kommt wieder eine Bank. Okay, einen Ether wieder bekommen. Sind hier noch irgendwo Kisten, die wir... Da sind Kisten, aber die haben natürlich nichts drin. Oh, natürlich. Warum stellt ihr die überhaupt hier hin? So. Hier ist auch nichts. Okay. Von beiden Seiten. Okay. Lasst es nicht entwischen. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Er klettert jetzt oben an den Rohren entlang und verpisst sich. Oder so. Ganz das Herrchen. Schutzstiefel. Ach, guck mal. Ich muss hier erst Wasser ablassen. Moment. Aber das geht ja gar nicht. Hier ist gar kein... Ist hier später Strom? Typisches Akku-Junges. Ich zähle auf dich. Roger, ich übernehme. Hab ich da gerade einen Schrei gehört von so einem Großen? Für gewöhnlich leben diese Kreaturen in Gruppen in der Kanalisation. Dieses Exemplar ist besonders intelligent und gerissen. Es geht los. Das ist es wohl. Zieh dich zurück. Zack.
geht's. Oh shit, Barrett. Lass mich mal. Wir haben da so ein. Das sollte reichen. Gegnerproblem. Ich wäre sehr verbunden. Es geht weiter. Das ist die Kraft des Planeten. Hat Cloud keine Beschwörung dabei? Wieso durfte denn jetzt nur. Barrett. Egal. Keine Chance. Oh wow. Wenn der Gegner 1 Zentimeter weit weg ist. Verdammt! Darf jetzt nicht schlapp machen. Volle Konzentration. Jetzt! Das kann sein, dass die 2 ATB braucht. Der Feind ist geschwächt. Schau, Dennis. Vision noch benutzen, mach es. Jetzt dreh ich auf. So. Es ist auf. Dann hätten wir die Analyse auch fertig. Gib her! Schmuck? Gib her. Schicker Schlüssel. Sorry. Das gehört nicht wirklich dir, oder? Schwester, Mutter? Familie habe ich nicht. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Die Blume steht für... Du musst mich vergessen. Für immer. Ist ein Problem, wenn man eine Kette geschenkt bekommt, oder? Dann jemanden zu vergessen. Ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut und verschwand aus meinem Leben. Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Ich will Rache. Ich warte schon zu lange. Wenn ich keinen Schlussstrich ziehe, werde ich nie loslassen können. Wenn's dir hilft? Solange wir nach oben kommen, ist's egal. Keine Sorge.
Ich stehe zu meinem Wort. Du gefällst mir. Kommt hier lang. Eine Abkürzung. Eine Abkürzung, so. Aber warte mal. Gibt's hier später Stromchat? Muss ja, ne? Sonst komme ich hier ja nicht weiter. Nein, schwimmen. Ich glaube, in diesem Wasser möchte keiner schwimmen. Das ist eine Kanalisation. Willst du es wissen? Ja, sonst hätte ich nicht gefragt. Sei einfach Strom, ja, nein. Dann weiß ich auch Bescheid. Ich brauche keine genaue Ausführung der Sachen. Mach weiter. Okay. Mehr wollte ich nicht wissen. Strom, ja, nein. Brauch keine Anleitung, was ich jetzt tun muss. Ich muss nur wissen, Strom gleich ja, nein. Also ja, hab ihn. Wie? Bitte. Danke. Verstanden. So. Strom nein. Egal. Wasser weg. Ist egal. Ist für mich Strom ja. So. Es war ein Wasserstrom. Ist auch richtig. Oh, scheiße. Jetzt wird ausgeteilt. Gnadenlos. Hi. Ich bin schon wieder ein Frosch. Wurde schon angedeutet. So. Ein Prinz des in der Kanalisation lebenden Volkes der Sahagin. Er führt eine mächtige Lanze, die seinen adligen Status symbolisiert. Er glaubt, dass sein Volk die Oberfläche erobern muss, um fortbestehen zu können. Seine Schockleiste lässt sich normalerweise nicht füllen. Im Kontermodus wird er jedoch schockanfällig. Sein Kontermodus wird beendet, sobald er in einem Schockzustand fällt. Warum sind Gegner so anstrengend? Da geht noch was. Scorpion, danke für 300 Bits. Gute Nacht euch allen, den Rest schaue ich mir morgen an. Dankeschön. Boah, ist das nervig, auf engen Raum gegen die zu campen. Oh mein Gott, ist das nervig. Oh mein Gott. Zieh dich zurück. Nicht den Prinzen. Achso, der andere ist tot. Okay, den Prinzen. Da jetzt nicht zaubern, weil fucking Sahagin. Feuer! Muss das beenden. Tifa, du kannst zaubern, komm. Zauber bitte schnell auf Cloud Heilung. Und wieder bin ich verzaubert. Muss immer Karfunkel gerade.
rufen, weil die mich alle bumsen hier unten mit ihren scheiß Froschzeugs. Du bist am Zug. Es geht los. Ich bin immer noch ein Frosch. Roger, ich übernehme. Können wir den bitte irgendwie, warte mal. Cloud, geben wir jetzt einen Elixier hier, scheiß drauf. So. Gegenstände, so, Jungfernkuss, Cloud. Nimm schon! Das tut weh! Auf dem Weg! Nachschlag! Nachschlag! Ernsthaft? Jetzt gebe ich Ball. Gott. Das wäre scheiß Platz. Smaragdgrünes Diadem. Damit wäre die Suche nach Corneos Kronjuwelen wohl beendet. Und was machen wir damit? Könnte ziemlich lange dauern, bis wir einen Käufer finden. Wir sollten sie Male geben. Die kümmert sich um den Wiederaufbau der Slums von Sektor 7. Und jetzt mit First Chest erstmal die Kronjuwelen geöffnet wird. Ja, hab ich. Gut.